Veranstaltung liegt Ihnen jetzt mit einer kleinen Führung, die Ihnen dort rückwärts hinweg, wo die Lampe runterleuchtet, und macht einen kleinen Rundgang, wo ich eben zu jedem Bild auch ein paar Worte sage. Ich möchte aber auch noch etwas sagen, das habe ich vorhin vergessen. Ich muss zwei Leuten ganz besonders danken, einerseits meiner Freundin, der Karin, andererseits meinem Sohn, dem Nikolai, weil die Herstellung dieser Kunstwerke erfordert natürlich sehr, sehr viel Zeit. Und das ist die Zeit, die natürlich da abgeht. Ne? Wenn man da im Atelier sehr viel Zeit verbringt, das ist dann die Zeit, die man den Lieben praktisch ein bisschen nimmt. Das heißt, es steckt sehr viel Herzblut auch in den Kunstwerken drinnen. Ich wollte auch dazu sagen, zwei Bilder sind schon verkauft. Die sind auch käuflich zu erwerben. Ich habe die Liste bei mir in der Tasche. Es ist auch eine hier zu sehen. Aber ich beginne jetzt. Blühen wieder erneut, blüht das Leben wieder erneut.
dann dieses Kunstwerk hat den Namen Erinnerungen gehalten. Da geht es darum, da wollte ich darstellen, dass eben ein Mensch, zum Beispiel ein älterer Mensch, der zum Beispiel in einem Seniorenheim ist, da sieht man nur die äußere Schiene und sehr wenig weiß. Und erst wenn man dann die Brille des Menschen gefüllt wird, dann erkennt man mehr, was sind da für verborgene Schicksale. Was waren da für die Zeugungen, die sind dargestellt durch die Ehringe und einfach Leidenschaft, die Lupe hier, also das Edelweiß, die Liebe für die Berge und so weiter. Und wollte damit darstellen, dass wenn man sich mit den Menschen befasst, dass man sehr viel Zeit mit ihnen verbringen sollte, um mehr bevor man einen Menschen beurteilt. Das wollte ich hier ein bisschen darstellen. Das habe ich schon ein bisschen erklärt, der letzte Tanz. Das ist auch der Titel der Ausstellung hier. Das ist eben Michael Jackson in der typischen Haltung mit dem Handschuh. Das habe ich auch. Also ich komme eigentlich aus der Karikatur, das ist eine Leidenschaft von mir. Deswegen stimmen Proportionen natürlich nicht. Ich habe diesen Handschuh extra voluminös vergrößert, dass er. Entschuldigung, Hiro, wenn ich dich jetzt unterbreche. Ich darf jetzt noch vier Ehrengäste begrüßen: den Herrn Bürgermeister aus Ladendorf, Herrn Manfred Hager, bitte aufzeigen. Der Herr Altbürgermeister Ottmar Watzinger, ebenfalls aus Ladendorf. Der Bezirksgeschäftsführer der ÖVP Wisselbach, Horst Ohrmeier. Der vierte ist mir jetzt entschwunden, wo ist der Herr Hager? Da ist er. Ich darf euch recht herzlich begrüßen. Zu spät komme macht nichts, ich freue mich, dass ihr da seid. So, danke, Jörg. Und so ist es eben entstanden. Dann habe ich hier
Dieses Kunstwerk ist, das heißt Kulturrolle. Es ist oft so, dass wenn man einen Menschen verliert, dann ist man so ein Saal da nieder und kennt sich heraus, was da eigentlich passiert ist. Und jetzt dann ist es total gern. Und so ein bisschen Kulturrolle. Und das ist natürlich der Klassiker, und sehr viele unterschiedlichste Reaktionen bekommen hat. Die Katze, genau, wo ist es? Ja, das habe ich jetzt die Katze, die Lesben, die Straße überher, aber die Kunstwerk hat einen tieferen Sinn. Und zwar sagt er, sehr oft ausführe, dass sie integriert werden. Es kriegt nur nach, sind integriert in die Familie, und aber die Personifizierung ins Haus gehen, hört spätestens dann auf, wenn von der Personifizierung zum Straßen. Die Herzenrechte,
Und zwar meine ich nach Hannover, um meine Kinder zu holen. Und zwar die Ehemann, die sind aus Kärnten. Und da habe ich gewartet, dass ich sehr recht habe. Ich habe gefangen, ich habe einen Platz. Und sie erfahren mich, die in Kuller bin. Ich denke genau, was genau für meine Kunst wäre. Und bei mehreren Betrachtungen sind draufgekommen, dass dort sehr hoch dass ich die Unterlassung des Geistesfrauenkunden zündigen, zu wenden. Ich bekomme diese Dosen, und noch tatsächlich ist diese Dose wochenlang, wenn nicht monatelang, auf der Straße untergegeben. Die sehen mich nicht. Darauf bin ich quasi. Ich glaube, und das Leben hat eben schon eine Jahresgröße. Das sind alles Grundgegenstände und das war's. Interessanterweise war die erste heute in den Stoffen. Und das ist so ein Job, also so ein Zahn. Es ist interessant, dass die anderen zwei Jahre in den Kunstwerken sehen. Da hat mich einer angesprochen, ich heute, und hat gesagt, aha, so kurz gerät, mit der Klemm und Kunst drin. Aber ich habe die Assoziation zu kaufen. Und deswegen, dass ich jetzt weitgehend auf Bildererklärungen, weil jeder sieht das, ich weiß, was ich sehen will. Und das ist durchaus verloren für mich. Also ich kann gut mit mir reden. Das ist eine Nachgestaltung, Sie kennen alle die Himmelscheibe von Ebrard, in Tschechien. Aber auch eine archäologische Sensation, gefunden 1939 in Deutschland. Und ich habe gerade gesagt, Sie sehen die Dosen und die Kronen hier die Anordnung der Sterne, das hat eben noch erweitert mit einem Geständnis, was eben mit der Kultur zu tun hat. Genau, ja. Aber Sie sehen ja auch, dass das Bach mit Leidenschaft auch immer voll drin ist, und zwar in weil das ist ja auch ein paar. Genau. Wir sagen, wir sind quasi am nächsten Raum.